Hallo Freunde, es ist wieder dachtastisches Wetter über Berlin, einmal mehr. Die Sonne scheint immer noch und meine Haare sehen wieder grisselig aus. Es ist nun mal dem Wind so, Locken und Wind sind einfach Feinde. Ich habe das Gefühl, es wird den ganzen Herbst immer windiger und immer unerträglicher für euch, aber was soll ich machen? So ist es denn heute, melde ich mich einfach nur vom Dach mit einem, mit einem kleinen Dankeschön. Weil ich wollte mal eine Sache loswerden. Ich habe das auch auf DVD-Kritik schon manchmal getan. Aber es nimmt die Größe. DVD-Kritik wird auch vor allem auch Robson Town, dieser Kanal hier, weil er sich mit so vielen Sachen beschäftigt und ich quasi mache, worauf ich Lust habe. So ein bisschen nicht überhand, aber es wird immer mehr, dass ganz, ganz viele Leute mir unglaublich interessante Sachen schreiben. Ganz viel Feedback geben zu Dingen, ganz viel mir zu den Videos schreiben. Gerade zum Beispiel zu Sachen wie Blutspenden oder dem Paradoxon, wo ein bisschen Bildung bei rumkommt oder das Motivieren zu einer Sache. Ganz oft sich bedanken und sagen, sie waren jetzt das erste Mal Blutspenden wegen mir oder wegen des Videos und wegen all dem, und das finde ich immer so, so schön und so unglaublich toll, dass man wirklich über so eine, in Anführungszeichen, einfache Sache wie YouTube und einer Kamera und einem Dach jemanden wirklich animieren kann, etwas Gutes zu tun. Und das finde ich manchmal einfach total überwältigend und das klingt nur dämlich, weil Blutspenden ist jetzt kein Riesenbeispiel, aber manche, man muss sich vorstellen, bei so vielen tausenden Zuschauern, ganz viele Leute schreiben mir manchmal ellenlange Mails, also wirklich, wenn ich sie ausdrucke, das sind über 2 A4 Seiten, dass sie irgendwelche Filme gesehen haben, die sie an die Kindheit erinnern, was ich bei König der Löwen alles bekommen habe, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Wollte auch eine Nachricht vorlesen, aber habe sie einfach in dem ganzen Gehauf nicht mehr gefunden und dieses Mikrofon, immer wenn das da rumwackelt, denke ich, man versteht gar nichts mehr. Und ganz, ganz viele Menschen schreiben einfach unglaublich viele liebe Dinge, auch ganz viele Fragen. Und was ich eigentlich sagen will, ist, es tut mir immer richtig im Herzen weh, dass ich euch allen nicht antworten kann. Weil fange ich eigentlich mal an, dann gehen einfach die Tage rum und neben all diesen 2 Kanäle, YouTube und auch noch so einen Beruf zu haben, und man hat ja noch ein Privatleben, ist es manchmal ein klein wenig schwierig, dem hinterherzukommen. Möchte euch einfach nur wissen lassen, dass ich wirklich alle diese Sachen lese. Ich lese auch so gut wie jedes Kommentar unter jedem Video. Kommt euch bitte nicht so vor, als würde ich das nicht merken, auch wenn ich einfach nur nicht reagiere. Es ist nur in der Menge manchmal einfach zu viel. Und da man das Ganze hier wirklich alleine stellt und niemanden hat, der irgendwie jetzt ein Assistent oder irgendwas ist, geht das einfach nicht. Aber ich möchte, dass ihr wirklich wisst, ich lese das und ich bin unglaublich dankbar für all dieses tolle Feedback seit nunmehr, ich glaube schon fast 1,5 Jahren. Das verändert einem wirklich das Leben, dass man merkt, man ist nicht alleine und man kann etwas auf die Beine stellen. Man kann ganz alleine mit einer Idee etwas auf die Beine stellen und Leute sagen oder merken, oder man merkt an der Reaktion der Leute, ob denen das gefällt oder nicht. Und da ist niemand dazwischen geschaltet. Es gibt jetzt nicht über den Film Regisseure, Produzenten und verkackte Redakteure, die meinen, alles besser zu wissen. Nein, es gibt nur jemand, der abliefert, und es gibt das Publikum. Und das finde ich ein so tolles Prinzip, was eben durch Internet und Co. möglich geworden ist, und wollte hier einfach mal Danke sagen für euer ständiges Partizipieren, Teilhaben, Kommentare schreiben, gucken. Letztendlich natürlich auch, dass ihr Daumen hoch da lasst, denn das spiegelt so ein bisschen, auf kurz gesagt, immer in einer Statistik wieder, wird ein Video gemocht oder nicht. Ich würde danach niemals betteln, aber es ist immer ein wichtiger Index, um zu wissen, geht das in die richtige Richtung, interessiert das die Leute oder nicht. Und ja, wollte mich einfach mal wieder zur Abwechslung, weil ich finde, es gehört einfach auch dazu, mal wirklich wieder bedanken. Ich mache das wahnsinnig gerne, auch hier oben zu sein, an der frischen Luft. Ich freue mich schon, wenn es Winter wird. Mag beide Kanäle, und es ist zwar mehr Arbeit, aber das ist so ein bisschen das Wichtige im Leben, dass wenn man sich etwas sucht, und neben der Sache, dass ich halt Schauspieler bin, aber zu synchron spreche, dass ich beides liebe und unglaublich gerne mache, auch wenn ich mit deutschen Filmen eine riesige Hassliebe in mir habe. Habe ich diese ganze YouTube-Sache und das hier so lieben gelernt, auch wenn es viel Arbeit ist. Aber die Sache ist immer die, wenn man sich in Anführungszeichen Jobs sucht, die einem großen Spaß machen, dann wird man nicht eine Sekunde arbeiten, weil es sich einfach schlichtweg nie so anfühlt. Und das ist wirklich großartig und vielen, vielen Dank. Ich respektiere so sehr euer Verhalten, euer Mitmachen, eure untereinander, auch wirklich coole und respektvolle Art. Das ist nicht bei vielen YouTubern so. Es gibt einige, bei denen ich mich manchmal wundere, was man da für halbhirnamputierte Menschen zusammengefercht hat und die dann alle beschlossen haben, diesen Kanal zu abonnieren. Und deswegen, wirklich, größten Dank. Auch wenn ich das jetzt hier 10-mal gesagt habe und eigentlich nichts sage, weiß ich, dass viele von euch wahrscheinlich bis zum Ende zuhören. Und auch wenn die Message ganz einfach war, ist es manchmal schwierig, das zu sagen, was man ausdrücken will. Also Freunde, Dankeschön, bleibt am Ball. Ich werde es auf jeden Fall bleiben. Lasst mir immer eure Meinung da, was ihr gerne sehen wollt. Ich versuche, vieles möglich zu machen. Auch wenn ich mir vielleicht mal zwischendurch mal in Zukunft auch mal die eine oder andere Auszeit vielleicht mal gönnen sollte, weil bei jetzt nunmehr jetzt schon bei beiden Kanälen zusammen 10, 12 Videos die Woche, was fast knapp an Wahnsinn ist, werde ich bestimmt auch mal eine kleine Pause brauchen. Oder selbst da weiß ich, ihr habt alle Verständnis. Ich find's großartig. Und ja, wollte das einfach mal sagen. Es
so einfach, wie es ist. Und noch ein bisschen die Wolken anschauen. Ja, das war's. Mehr nicht, nicht weniger. Ja. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ohne Scheiß. Macht das, wohin euer Herz in welche Richtung schlägt. Egal, wer was sagt. Versucht es wenigstens einmal im Leben, das zu machen, was ihr wollt. Wenn ihr scheitert, habt ihr es versucht, weil ansonsten werdet ihr es immer bereuen, es nicht gemacht zu haben. Natürlich nur, solange ihr nicht irgendwie professioneller Drogendealer werden wollt oder Chefzuhälter. Das wäre natürlich ein bisschen kacke. Da würde ich dann auch Abstriche machen. Und damit, mit dieser wertvollen Nachricht, bin ich jetzt raus. Schönen Tag euch, macht's gut und tschüss.